Stell dir mal vor, anstatt dich morgens aus dem Bett zu schleppen, 19 Kaffee trinken zu müssen, um irgendwie ein bisschen wach zu werden, würdest du morgens aus dem Bett springen mit Freude, mit Energie, mit Liebe in deiner Brust und du kannst den Tag gar nicht abwarten. Ja, also Herr Wahler, ich glaube nicht, dass das möglich ist, ja? Vielleicht hast du so einen Larry bei dir gerade auch im Kopf, der dir einreden möchte, dass das Ganze nicht geht, einfach weil du es bisher in der Vergangenheit nicht geschafft hast. Nun ja, dann fordere ich dich heraus oder herausfordern ist vielleicht das falsche Wort. Ich möchte dir einfach zeigen, dass es geht. Und wenn du ein Skeptiker in dir hast oder skeptisch bist, dann lade ich dich ein, dieses kurze Video zu schauen, denn deine innere Energie freizulassen ist ziemlich einfach, macht ziemlich viel Spaß und oh mein Gott, das Leben wird so viel besser, wenn du das machst. Aber bevor wir zum Inhalt kommen, kurz Housekeeping, wenn du neu hier bist. Hi, Alexander Wahler mein Name. Hier findest du jede Woche neue Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo wir in die Tiefe gehen. Kein oberflächlicher Mindset-Scheiß. Und wenn dich das interessiert, klick auf den Abo-Button und auf die kleine Glocke daneben, dann bekommst du immer wieder Notifications, wenn ich ein neues Video hochlade. Fragen wir uns doch erst einmal, warum haben wir Menschen eigentlich so wenig Energie und brauchen äußere Substanzen, um uns irgendwie wach zu machen, lebendiger zu sein und das Leben zu genießen? Weil wir unsere eigene Kraft, unsere eigene Macht, die in uns allen drin schlummert, nicht anerkennen wollen. Und weißt du auch warum? Weil wir Angst haben, aus der Reihe zu tanzen, weil wir Angst haben, verrückt zu sein, weil wir Angst haben, anderen auf die Füße zu treten. Dann schau dir einmal an, was so der Status quo in der Gesellschaft ist und so was der normale emotionale Zustand eines Durchschnittsdeutschen ist. Und das ist nicht wertend gemeint, einfach mal objektiv anschauen. Sind die wirklich euphorisch? Sind die wirklich immer gut gelaunt und wow, voller Energie? Oder ist es eher so, muss eher Letzteres, nicht wahr? Und weil wir das sehen, passen wir uns an. Weil wir Menschen sind soziale Wesen und wir wollen nicht ausgestoßen werden. Wenn du auf einmal gut gelaunt daherlaufst, Halleluja, ist ja ein großartiger Tag heute, deine innere Sonne am Strahlen ist, dein Herz offen ist, du Energie, Emotion, Liebe und Lebensfreude ausstrahlst und dir denkst, Mensch, ich möchte einfach das machen, was mein Herz mir sagt, dann gucken uns andere Leute so an. Was macht ihr da? Harry, warum ist der so am Strahlen? Das macht mir Angst. Harry, das macht mir Angst. Das kriegen wir bewusst und unbewusst mit. Also, was machen wir? Wir machen zu, weil wir wollen erstens nicht aus der Reihe tanzen, weil das würde ja bedeuten, dass wir ausgestoßen werden und wir Menschen als Rudeltiere, als soziale Wesen, das hätte früher unseren Tod bedeutet. Zweitens, wir wollen nicht als verrückt gelten. Schau dir das Wort verrückt bitte mal an. Du bist verrückt. Hier ist die normale Linie und du sagst, nee, spiele ich nicht mit. Oh mein Gott, der ist verrückt. Und drittens, wir wollen andere Leuten nicht auf die Füße treten. Wir wollen nicht dafür sorgen, dass sie sich schlecht fühlen. Denn je mehr andere Menschen sehen, wie du strahlst, wie du dein volles und bestes Leben auslebst, desto mehr wird ihnen der Spiegel vorgehalten. So, hey, Harry, du kannst das auch. Also diese Energie, diese Macht, dieses Gefühl von Freiheit, das ist auch in dir. Also, du könntest das auch. Und er denkt sich, ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir. Nee. Uschi, wir gehen. Uschi, das ist. N-n. Und deshalb machen wir dicht und halten unsere Energie unten. So, bleibst du gefälligst unten. Lebensfreude, Liebe, Träume. Nein. Und wir halten nicht so lange unten, bis sie irgendwann ersticken und wir vergessen, dass wir irgendwann mal diese Lebensfreude hatten. Dass wir irgendwann mal diese Energie, diese Liebe und diese Träume und Visionen hatten. So. Drehen wir das Ganze mal auf den Kopf, ja, und das Ganze mal freilassen. Denn du kannst tun lassen, was du willst. Du bist ein freier, erwachsener Mensch. Und du tust anderen Leuten nicht weh, indem du deine Energie auslebst. Im Gegenteil, du hilfst ihnen, das Gleiche zu machen. Weil, weißt du, was der Weg ist, der die Welt am besten verändert? Indem du dich veränderst. Wenn du dir erlaubst zu strahlen, wenn du dir erlaubst, auf dein Herz, auf deine innere Stimme zu hören und das zu machen, weswegen du auf diesen Planeten gesetzt wurdest, dann lebst du anderen Menschen das vor. Und du erinnerst dich, was ich eben gesagt habe, ja? Wir Menschen sind soziale Wesen. Monkey see, monkey do. Alles klar, ich habe das gesehen, ich mache das genauso nach. Also, wenn du vorlebst, dass es okay ist, so zu sein, dass es okay ist, dich auszudrücken, dass es okay ist, deine innere Energie rauszulassen und deine Lebensgeister fließen zu lassen, dann sehen andere das und denken sich mit der Zeit vielleicht, ja, also Uschi, der ist ja schon ein bisschen verrückt, aber mir gefällt es ja irgendwie, also ich fühle mich immer gut, wenn wir Zeit verbringen, ich fühle mich so lebendig, also ich möchte mehr davon, ich weiß nicht, mir gefällt das. Und siehe da, die Leute passen sich dir an.
Die Leute nehmen dich als Vorbild. Die Leute nehmen dich als Inspiration, weil du ihnen ein Stück deiner Lebenskraft gibst. Hast du schon mal mit Menschen Zeit verbracht, die so richtige Energievampire waren? Du verbringst Zeit mit ihnen. Du hast das Gefühl, dass sie einfach deine Lebensgeister genommen haben. Gib mir mehr. Und du bist danach einfach wie so eine ausgetrocknete Pflaume. Keine Lebensenergie mehr. Denkst du, oh mein Gott, wir sollten nicht wieder abhängen. Aber dann kennst du auch die Menschen. Du kannst da wie so eine ausgetrocknete, das ist meine Impression, eine ausgetrocknete Pflaume. Realistisch, oder? Du kannst wie eine ausgetrocknete Pflaume dort ankommen und du verbringst 5 Minuten Zeit mit dieser Person. Du bist fumm, als wärst du gerade frisch vom Baum gepflückt worden. Und diese Person kannst du sein, wenn du dich traust. Wenn du siehst und anerkennst, dass es okay ist, ein bisschen aus der Norm zu verrücken. Dass es okay ist, ein bisschen aus der Reihe zu tanzen. Dass du Menschen damit nicht auf die Füße trittst, indem du heller scheinst. Nein, du tust ihnen etwas Gutes. Du tust nämlich niemandem etwas Gutes, indem du dein eigenes Licht dämmst. Also würde ich einfach mal sagen, trau dich. Sei so lieb und tu uns all den Gefallen und zeig uns, was in dir steckt. Weil du bist der Einzige, der weiß, was in dir steckt. Wahrscheinlich weißt du es noch nicht mal, weil du es bisher noch nicht rausgelassen hast. Wer weiß, was da alles in dir schlummert? Was für Talente, was für Fähigkeiten, was für Ideen, was für Träume, die du tatsächlich an die Menschheit geben könntest. Und dann fängst du an, deinen Freundeskreis zu verändern, deine Familie zu verändern, deine Stadt, dein Dorf, dein Land, die Gesellschaft. Aber das passiert nicht, indem du direkt an der Gesellschaft arbeitest, wie es viele Leute versuchen, nicht wahr? Ah, die Gesellschaft sollte sich ändern. Nein, du sollst dich ändern. Hör auf, dich zu verstecken. Trau dich zu scheinen, trau dich, deine Energie rauszulassen. Und dann bist du ein glänzendes Vorbild für andere, weil sie sehen, wow, der ist glücklich, der ist voller Liebe und der kriegt sein Leben mal auf die Reihe. Der hat eine geile Karriere, kümmert sich um seine Gesundheit, liest Bücher, entwickelt sich weiter. Das will ich auch. Und das, mein Lieber, meine Liebe, das ist wahres Leben. So, und wenn du jetzt willst, dass ich dir das Ganze persönlich zeige, dass ich dir ein bisschen von meiner Energie abgebe, damit du merkst, oh, die ist ja auch in mir drin, dann kannst du das nämlich schön rauslassen, dann lade ich dich ein, in mein nächstes Coaching-Webinar zu kommen. Das mache ich gerade einmal die Woche, denn dort coache ich dich und eine kleine Gruppe Teilnehmer über Zoom persönlich und gebe dir das Ganze einfach mal mit. Anstatt dir Informationen zu vermitteln, wie hier im Video, gebe ich dir das Ganze einfach per Transformation mit. Cool? Klick auf den Link in der Beschreibungsbox oder klick hier die Infocard, dann kannst du dich anmelden. Du wählst dort einfach deinen Termin aus. Wenn gerade keine Termine verfügbar sind, weil mein Terminplan voll ist und ich aktuell keine Webinare gebe, dann kannst du dich für die Warteliste eintragen. Aber sonst, wähl den Termin aus, dann sehen wir uns da. Das Ganze findet über Zoom statt. Das heißt, es ist wirklich live. Wir werden zusammen interagieren. Und dann würde ich sagen, bis dann, Hakuna Matata. Ich freue mich auf dich.